Hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder zurück hier bei Shakes and Fidgets The Game auf Deraphin Channel. Ja, endlich mal wieder was Neues von der Browser Game Front. Ja, ich habe in letzter Zeit nicht super duper aktiv hier bei SF Game gespielt. Hab einfach nur meine Alu runtergespielt und so weiter und so fort, ja. Und dann dachte ich mir, Mensch, mal wieder blättern und so weiter und so fort. Und dann kam die Hexe und ja, mittlerweile gibt es ja glücklicherweise alle Rollen. Und das habe ich mir jetzt zum Anlass genommen, dann doch mal wieder den Pilzvorrat aufzustocken und endlich meine einfach nur abartig veralteten Items auszutauschen. Deswegen heute quasi mal wieder so ein kleines Blätter-Special, um einfach mal wieder in Schwung zu kommen hier auf S3. Danach gibt's dann vielleicht endlich auch mal wieder was vom Dungeon und Turm. Hier habe ich ja jetzt echt schon seit Monaten nichts mehr gemacht. Hier allein schon, wie viel ich hier hinterher leveln kann mit meinen... What the... Ja, ist so viel zu dem Thema. Also ich habe hier echt schon Ewigkeiten nichts mehr gemacht. Einfach immer nur meine Alu runtergespielt. So, ja, warum habe ich denn hier schon Epics? Das nette Teil, diese Waffe, die Vuvuzela des Todes, habe ich gestern in einer Quest bekommen. Und die Handschuhe, ja, da musste ich gestern spülen. Leider konnte ich gestern nicht aufzeichnen, weil ich war gar nicht zu Hause und konnte nur am Handy machen. Die habe ich gestern aus der Toilette bekommen. Dementsprechend gucke ich einfach mal, wer könnte denn entweder eine Waffe gebrauchen, weil ich werde wahrscheinlich über die 5 Epics kommen, also ich werde wahrscheinlich sogar Epics verkaufen müssen. Schauen wir einfach mal, das wird ja nicht hier. So, also im Zweifelsfall spüle ich jetzt einfach mal die Waffe, weil ich glaube, heute war ich noch gar nicht im WC. Jawohl, dann kann ich mich zumindest schon mal eines Epics entledigen. So, oder mal schauen, ob der Magier, der magische Markwart, was damit anfangen kann. Und oh ja, der Durchschnittsschaden geht ja schon mal ganz gut hoch. Doch. So, alles klar. Dann ist jetzt hier vorbereitet hier. Das war heute ohne Blättern schon im Laden. Braucht man jetzt nichts weiter zu sagen, ist jetzt nicht so weltbewegend. So, was kann denn ausgetauscht werden? Also Ring definitiv, Kette, joa, vielleicht und das ist eigentlich schon ganz nett. Ja, aber ich würde sagen, ich fange trotzdem erstmal hier im Zauberladen an, einfach weil ich gerne ein paar Tränke haben möchte, dass die mal wieder ein Weilchen laufen. Weil, ja, ich bin auch dadurch, dass ich halt wirklich einfach mir keine Pilze mehr gekauft hatte, mehr auch in letzter Zeit und so, hatte ich dann auch ziemlich wenig Tränke. Och, hey, guck, da haben wir direkt einen Ring. Ja, wunderbar, es geht ja rucki-zucki hier. Fertig. Ach so, naja, nicht ganz. Wie gesagt, hier, naja, viele Punkte können da nicht drauf. Das habe ich irgendwann in der Zwischenzeit jetzt vor kurzem mal aus einer Quest bekommen oder so. Ja, hier viel, also eigentlich... Es lohnt ja schon nicht so viel. Nee, ich gehe jetzt erstmal in den Waffenladen blättern. Weil irgendwie ist das ja, nicht so, ne? Weil, was hier noch verbessert werden kann, 421, es ist ja wirklich lachhaft. Also das ist, der Helm ist wirklich das Schlechteste. Also schauen wir doch einfach mal, ob es hier irgendwie was Glückliches gibt. Irgendwie so gar nicht, ne? Epics, wo bleiben sie? Ja, genau. Also mit den Tränken, da war ich etwas hinterher, hatte fast kaum noch welche drin. Das ist, hat dann sogar dazu geführt, weil auch meine Items so veraltet waren, dass ich echt auch zum Teil wirklich viel Quest verloren habe. Das war, also viel ist relativ, aber es kam schon mehr und häufiger vor, als normal das der Fall sein konnte. Und es ist natürlich dann echt... Ein Helm, der Buschpürscher Helm, allerdings echt mit ziemlich wenig Rüstung, das gefällt mir mal so gar nicht, weil eigentlich dachte ich zumindest, ohne Probleme über 10.000 gekommen, weil ich war ja schon mal über 10.000, wer die Videos kennt, und 10.000 ist relativ wichtig für den letzten Boss im 13. Dungeon, damit man da die maximale Schadensreduktion hat gegen den. Ich weiß nicht, ob ich so dekadent sein soll und einfach erstmal sagen soll, ja komm, einmal können wir es machen. Ach hier, Buschpürscher-Handschuhe, aber da habe ich neue. Ich bin echt erstaunt, also dass ich immer noch, die Rüstung ist irgendwie niedrig, also
keine Ahnung. Och, was ist denn hier los? Ja, nice. Ja, nice. Und das nehmen wir auch mit, weil die Rüstung geht gut hoch. Da haben wir dann direkt ein bisschen Puffer. Ja, und dann würde ich sagen, ist das doch schon mal eine feine Sache. So, erstes Item hier schon mal von den anderen Items aus dem Waffenladen ausgetauscht. Wie viel müssen denn jetzt überhaupt mal einmal durchzählen? Hier mal Bestandsaufnahme machen. Also 1, 2, 3. Die Waffe ist neu. Also auf jeden Fall müssen noch mindestens 3 neue Items hier heute her. Also ohne ist ja mal... Nee. Ohne ist nicht. Die schon wieder. What the fuck? Die Rüstung ist ja mal abartig. Bin ich ja echt fast am Überlegen. Aber wobei, für einen Statpunkt. Aber man hätte halt schon enorm mehr Puffer. Was sagt denn die Rüstung von meiner Kunigunde? Wenn die jetzt irgendein Schrottteil hat, naja, Schrott würde ich es jetzt nicht nennen, aber... Ja, komm. Ja, lass mal uns mal... Jetzt habe ich dreimal diese Rüstung. Zum Sammeln und Tauschen. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Eine ist für Kunigunde schon reserviert, eine kann sich bei mir abgeholt werden. Nee, geht leider nicht. Wurde ja des Öfteren vorgeschlagen in den Foren, beziehungsweise gewünscht, ja, von wegen, so ein bisschen hier mal irgendwie Gegenstände tauschen, aber das wäre natürlich, das geht natürlich nicht. Das würde ja die Spielmechanik komplett zerbashen, wenn dann am Ende irgendwelche niedrig-leveligen Chars von hoch-leveligen Chars, oh, ja gut, das könnte man auch dann programmiertechnisch irgendwie mit maximal, Maximalstufe oder nee, was hier, nee, ich meine Level-Voraussetzung, so, das war's. Mit einer Level-Voraussetzung auf den Items irgendwie umgehen. Aber nee, das ist ja irgendwie Murks. Von daher, nee, diese Rüstung bleibt in meinem Besitz. Maximal kommt sie noch ins Klo, vielleicht kann sie sich ja dann irgendjemand aus der Kanalisation fischen. Och, Buschpirscherschuhe, wollte ich die austauschen? Ja, die wollte ich austauschen. Ja, Stats in Ordnung, Rüstung nicht verkehrt. Nehmen wir doch einfach mal mit. So, ja, und jetzt habe ich schon wieder, jetzt habe ich tatsächlich das Problem hier. Ein volles Inventar mit Epics, so. Ja, potenziell würde ich sagen, erstmal Ring und Handschuhe, die jetzt quasi verschwendet werden würden. Achso, das ist eh Quatsch. Achso, stimmt, habe ich hier geguckt, habe ich da geguckt. Ach hier, guck mal. Da habe ich nicht geguckt. So, jetzt, das ist schon mal ganz gut. So, und hier Ring, wie schaut's da aus? Ja, ich würde sagen, den kann ich ohne schlechtes Gewissen weghauen. Den brauche ich auch nicht spülen, den kann ich lieber verkaufen. Weil irgendwie, es ist so niedrig von den Stats, das bringt ja keine Punkte. So, weil die höheren werde ich dann definitiv spülen, auch wenn es keine Aura bringt. In der Hoffnung dann halt wenigstens besseres Equipment für die anderen Bubis zu bekommen. Begleiter ließ. Meine Freunde, wo ich doch so wenig habe. Ja gut, aber hier nicht rumpinzen, kein Mimimi. Wir blättern einfach mal geschmeidig weiter. Wie viel ist es denn jetzt noch? Eigentlich nur noch Gürtel und Helm. 2 Stück. Es ist ja wunderschön, aber die Rüstung ist ja echt... Das ist eigentlich erstaunlich, wie groß die Spannweite auf den Items ist, wenn man bedenkt. Das hat ja auch die 518 Stats, aber mal eben... Wie viel? 1300 Pi mal Daumen, 1300 Rüstung weniger? Das ist schon interessant. Wenn ich sogar, dramatisch quasi, könnte man sagen. So, Helm und Gürtel. Her damit, schnell. Shakes? Nee, doch. Ich kann mir das immer nicht merken. Ich glaube, das ist Shakes. Naja. Ist ja auch halb so wild. Ich spiele das Spiel ja erst seit zu lange. Was? Dieses Jahr wären es, glaube ich, 5 Jahre. Das ist ja pervers, oder? Leute, das ist ja echt pervers. So, nö. Es sei denn, die Kunigunde hat übelsten Schrott. Das ist nicht Kunigunde. Nee, das wüsste ich. Ja, ich weiß nicht. Ach, falscher Laden. Ja, nee. Also, wenn es jetzt zusätzlich zu der Rüstung auch diese 518 auf alles, also nicht alles, aber die Stats, halt die 3 Stats gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja komm. Weil das scheint ja irgendwie aktuell das Beste zu sein, was geht. Ach, guck mal hier, Buschpirsche. Im Übrigen, ihr müsst euch mal die Luni angucken, oder ich gucke mir die Luni an. Hier, die ist, hat es fast geschafft. Die wäre hier fast zum vollen Buschpirsche geworden. Fehlen nur noch die Handschuhe. Schade, dass sie die nicht bekommen hat. Das wäre ja eine feine Sache gewesen. Aber gut, ich lenke vom Thema ab. Ich bin nicht so der Buschpirsche. Ich hätte die auch, glaube ich, aber schon mal fast komplett gehabt.
Ja, schreibt doch mal in die Comments, wenn jemand von euch mal wirklich mit aktuellen Stats ein Set, also so eine optische Erscheinung, sag ich mal, gibt ja jetzt irgendwie nicht Set-Boni oder so, aber schreibt mal, wenn jemand von euch so ein Set mal komplett hatte, so auch mit aktuellen Stats, also nicht so von allen möglichen Levels und Stärken verteilt. Das würde mich ja mal interessieren. Ich habe es noch nie geschafft, glaube ich, da mal so eine optische Erscheinung zu komplettieren, aber gleichzeitig keine Schrott-Items zu haben. Ja, die sind ganz lustig, aber irgendwie alle Attribute nimmt man ja irgendwie nicht so gerne. Ist ja immer so eine Sache. So immer noch Gürtel und Helm, ja. Was denn los? Ihh. Tentakelhandschuhe. Nee, nichts für mich. Nein, danke. Ich habe hier lieber meine Selbstzerstörungsapparatur. Ja, warum eigentlich? Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Selbstzerstörung? Aber besser als Tentakel, da können auch schlimme Sachen passieren. Ich spreche da aus Erfahrung. Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Tentakel. Noch nicht. Wer weiß, was noch passiert. Wenn dann erstmal irgendwelche Endzeit-Sachen hier abgehen und wir alle als Genmutanten durch die Gegend springen mit Tentakeln und 10 Augen und weiß der Teufel nicht, was noch in der Zukunft alles auf uns wartet. Ich warte jetzt jedenfalls nach wie vor erstmal auf einen epischen Gürtel und einen epischen Helm, der jetzt sicherlich bald kommen wird. Mensch, jetzt hier, das ist jetzt hier quasi das komplette Gegenteil von der Phase eben, wo wirklich die Epics, ach, ein Gürtel, ach, ei, guck, die Stats sind jetzt leider nicht so. Naja, gut, das heißt, sie sind 3 niedriger als auf den manch anderen Items. Und ich hätte jetzt wahrscheinlich auch gar nicht. Jetzt bereue ich es natürlich, dass ich den Helm nicht mitgenommen habe, weil, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Gürtel jetzt einfach erstmal mitnehme, zack, dann ist die Rüstung natürlich schon so viel über den angestrebten 10.000, dass das jetzt auf dem Helm wirklich total unerheblich gewesen wäre und ich jetzt schon wieder hätte in den Zauberladen gehen können zum Blättern, um mal die anderen Items noch zu optimieren. Ja, schade, 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 scheiße. Aber kann schon mal passieren. Ja, jetzt hier direkt schon wieder mit recht viel Rüstung. Aber naja, suche ich ja nicht mehr. Mensch, ja, das wird echt. Es war so klar. Es wird mir jetzt wahrscheinlich zum Verhängnis werden. Es wird jetzt wahrscheinlich die nächsten 1000 Pilze hier nicht ein Helm mit plus 3 Attribute mehr in dem Laden erscheinen. Ich ahne es schon. Ich sehe es schon kommen. Naja, schauen wir mal. Drückt mir mal die Daumen. Auch wenn es quasi, also euer Zukunfts-Ich, ich glaube an euch, dass wenn ihr jetzt quasi in der Zukunft, weil dann ist das Video schon Geschichte, also aber ich glaube, dass euer Zukunfts-Ich trotzdem jetzt hier mir, och da, hier, danke Leute, läuft doch, wie es geklappt hat. Ich meine, ich denke, ihr wisst, wie ich es meinte mit so, ja. Es hat auf jeden Fall super funktioniert. So, jetzt gucke ich mal. Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe. Nee. Nee, die Handschuhe kann ich im Endeffekt auch einfach verkaufen, weil die sind definitiv nicht verbesserungswürdig bei keinem meiner Leute. Und dann kann ich in den Waffenladen gehen und mir mal ganz entspannt den Helm holen, obwohl er schrottige Rüstung hat, aber wenigstens hat er die 518 Stat-Punkte. So, jetzt gucke ich ja. Jetzt gucke ich einfach mal 518, 518, da ist halt nur 517, 517 auch okay. So, das könnte man noch verbessern. Das ist jetzt ja, scheiß auf die 3 Punkte. Okay, hier auch, aber in Zauberladen gehen wir gleich nochmal zum Blättern. So, ja, würde ich doch sagen, machen wir das auch einfach direkt. So, zack, zack, zack. Ach hier, ha. Ja, 516, die 6 Punkte, na, ich weiß nicht. Aber erstmal muss man jetzt hier mal gucken, was noch ausgemistet werden kann. Ich weiß nicht, das war sicherlich noch nicht gespült. Nein, weil dann wäre es für eine andere Klasse. Klasse statt Masse. Wie schaut es denn hier aus? Nee, keine Verbesserung. Braucht der einen. Oh, ja. So, den Helm werde ich definitiv mal ins Klo schmeißen, weil die sind ja beide relativ unterirdisch. Ja, Marquardt wäre mir natürlich extremst lieber gewesen, weil das ist ja echt wirklich richtig schrottig. Aber gut, das ist trotz allem auch eine Verbesserung und deswegen willkommen. So, dann holen wir uns einfach mal das Gerät, auch wenn es nur 6 Punkte verbessert. Doch, ja, komm. Komm, komm. Wobei eigentlich, wenn ich jetzt recht überlege, hätte ich mal lieber gewartet, bis da nur
bis er so ein 18er wäre und dann hätte man es machen können. Aber wenigstens kann jetzt die Kunigunde sich hier noch verbessern. Und und gespült werden kann es definitiv auch, weil das ist für alle Nazis da hier eine Verbesserung. Dann machen wir auch direkt mal das, würde ich sagen, was definitiv eine Verbesserung darstellt. Gehen wir jetzt hier ewig suchen. Für wen ist es denn geworden? Für den Knüppelfreaky, wie heißt der? Kannst mir, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, das ist unglaublich. Der barbarische Bertram, richtig. So. Ich nenne ihn ab jetzt einfach Prügelbubi, Knüppelklaus, irgendwie so. Wie dem auch sei, wir machen einfach mal weiter hier im Zauberladen, ehe ich noch mehr dummes Zeug erzähle, aber das ist bloß alles, genau. Aber das mache ich ja eh, da könnt ihr mich nicht von abhalten. Irgendwie, die Lüni hat ewig viele Tränke abgesahnt, die gehen bei ihr jetzt ewig, die hat nämlich heute schon fleißig geblättert. Ich habe hier irgendwie nicht so das Riesenglück. Ach komm, lass uns mal nicht lumpen. Hier, weil irgendwann, früher oder später, weiß ich, blättere ich dann wieder nach den Teilen. Und so gab es ja jetzt wenigstens auch noch hier schön Geschickteil. Dass die einfach mal jetzt hier ein Weilchen wieder aktiv sind, die Tränke. Weil, ach guck, das ist bestimmt 518. Alle Attribute, na bloß schnell weg mit dem Teil. Nee, dass ich jetzt hier nicht ewig wieder auf dem Zahnfleisch gehe und schön lange wieder die XXL-Tränke drin habe, weil... Dann ist nämlich natürlich das Schöne, dass ich jetzt wieder auch lange Zeit ein bisschen die Dungeon- und Turmetagen, beziehungsweise ist ja nur noch eine Dungeon-Etage, aber die Turmetagen auch probieren kann. Mit den neuen Items sollte doch da einiges gehen. Jetzt hier, nice, über 13.000 geschickt. Das ist doch schon mal eine Hausnummer. Da kann man doch schon mal was mit anfangen. Mensch, ja komm. Weiß nicht, ich guck mal schnell, wie lange das geht. Ich guck mal schnell, wie nötig ich das habe. Jetzt geht's über einen Monat schon. Naja, es ist keine Ewigkeit. Und so schnell werde ich mich jetzt hier auch nicht mehr neu ausstatten. Das heißt, ich werde die jetzt schon auch immer mitnehmen. Also, denke ich mal, zumindest. Ah, kann schon nicht schaden. Könnten natürlich auch mal welche drin sein für mit ohne Pilze und so. Schade im Übrigen, dass ich den Level jetzt vor dem Epic-Event nicht nochmal hinbekommen habe, aber... Gut, kann man nichts machen. Da wären dann sicherlich auch nochmal einige Stat-Punkte mehr. Ich weiß gar nicht, was jetzt so mit dieser Aura und Tritratrullala, was da jetzt Pi mal Daumen pro Level mehr an Stats rumkommt. Wenn da jemand schlaue Ahnung hat und so, der kann dann natürlich gerne mal so ein bisschen hier, Glücksepik, natürlich gerne mal in die Comments posten, dass der dumme Dera da mal ein bisschen Bescheid weiß. Und ja, es ist natürlich Glücksepik. Das kennen wir ja, das wissen wir ja als treue... Dingens-Boomens-Spieler hier. Shakes and Fidgets the Game, meine ich natürlich. Ach ja. Naja. Rein damit. Mit dem leckeren Getränk. Wie viel Pilz auch. Also ich muss ja sagen, ich bin ja recht erfreut, wie wenig Pilze. Ich habe jetzt noch keine 400 Pilze ausgegeben. Und ich bin ja eigentlich recht zufrieden. Eigentlich könnte ich aufhören. Ach komm. 522. Aber bestimmt auch nur, weil da keine Rüstung und so also drauf ist. Den hole ich mir jetzt einfach mal. Weil ich glaube, die Kunigunde, ich weiß gar nicht... Ach nee, oder hatte die nicht schon einen guten? Nee, die hatte den schlechten. Und deswegen mache ich das jetzt auch einfach. Zack, bam, nice. Ja gut, und dann kriegt die Kunigunde einfach mal hier den verordnet. Und wie viel hat das? 400... Oh, das ist ja schlecht. Dann guck mal einfach mal. Der hätte keine Verbesserung dadurch. Und der, naja gut, ja, ich weiß nicht. Bei dem ist mir alle Attribute ja eigentlich recht, weil dann könnte er vielleicht mal so einen Schlag mehr aushalten und hat, naja, das passt mir schon. Ich bin der Meinung, das passt schon. Dann nehme ich lieber diese wahnsinnigen 2 Millionen mit 1/5 Skillpunkt. Das ist ja der Wahnsinn. So, wie sieht's denn aus? Eine Kette hätte ich jetzt gerne noch. Also bitte lieber, was Shakes bist du, glaube ich? Fidget. Jetzt, weil vorhin habe ich schon zu dem anderen Aids hier, das hasse ich immer, wenn das so rumlägt, da weiß ich immer nicht. Ah, jetzt. Wer war es jetzt? Fidget, glaube ich. Ja, Fidget, genau. Schrecklich. Schrecklich, bloß das Problem, irgendwie auch Serien, wenn ich Serien gucke, ich kenne nach 5 Staffeln oder so immer noch nicht die Namen der Figuren von mindestens der Hälfte der Hauptprotagonisten. Also das ist schrecklich, also wirklich. Also ganz schreckliches Namensgedächtnis. Naja, aber kann man nichts machen. Dafür kann ich mir unnötigen Mist immer ganz gut merken.
Auch hier, endlich mal eins ohne Pilze. Das ist mir ja willkommen. So, jetzt komm, jetzt mach hier halt mal eine Kette hin, dass ich hier mal langsam Schluss machen kann. Weil, wer guckt denn jetzt überhaupt noch zu? Das geht ja hier schon wieder ewig. Ach, oh, shit. Da geht ja hier quasi schon Ewigkeiten, das Video. Ach, aber ich bin vorhin der Ring, hat mich, glaube ich, abgelenkt, weil da war ich gerade mich darüber am Freuen, wie wenig Pilze ich nur raushauen musste, um jetzt hier schon echt eigentlich sehr gut, also sehr, sehr, sehr gut. Zwei Ketten direkt, aber es sind, glaube ich, beide plus alle Attribute. Ja, und? Nein! Yay! Ja, das ist doch mal jetzt hier wunderschön. Es ging ratzefatze, dann tauschen wir die aus. Das ist nochmal, denke ich mal, ein nettes Update für die Kunigunde. Die freut sich da den Hintern ab. So, wie schaut es denn hier aus? Kein Update. Wie schaut es hier aus? Großes Update. Naja, dann machen wir hier mal quasi ein bisschen Gambling. 50-50 Chance. Also eure Zukunfts-Ichs. Oh Mann. Bitte wieder Daumen drücken. Und. Na, diesmal hat es leider nicht geklappt. Aber ich mache euch da keinen Vorwurf. Nee, Quatsch. Was mache ich denn jetzt hier? Weg damit. So. Und ich würde sagen, als. Oh, jetzt 20 Millionen. Also, das hat sich ja mal echt gelohnt. Also, crazy shit. Ich bin auf jeden Fall auch noch über den 10.000 Rüstungen. Also, geile Scheiße, sage ich mal. Und als, wie gesagt, grünen Abschluss. Tja. Ich würde euch ja jetzt abstimmen lassen, aber es bringt ja keine Punkte, weil. Ja, ich weiß ja jetzt nicht, was ihr jetzt sagt oder schreiben würdet. Ich glaube, liebe Leute, ich glaube, ich probiere einfach beides mal. Ah, und dieser blinkende Button hier, den mache ich noch weg. Weil im Zweifelsfall, wenn es denn dann entgegen aller, naja, wird er wieder zu blinken anfangen, aber wenn es dann entgegen aller Wahrscheinlichkeiten und Hoffnungen doch klappen sollte, spontan, dann werde ich das natürlich auch als separates Video der Vollständigkeit halber, ouch, zur Verfügung stellen wollen auf dem Kanal. Und ja, mit so wenig Ausweichen wird das natürlich nichts. Aber da ging schon mal einiges. Also das, der wird dann die Tage mal umknicken, würde ich sagen. Und jetzt natürlich noch mal den Schröck hier, den Oger, den schrecklich schröcklichen Oger, der seinen Sumpf beschützen will. Natürlich auch wieder komplett ohne Überspringen, weil wie gesagt, wenn ich es dann als komplettes Video hier so bla nochmal online stellen will, dann soll der Kampf natürlich auch in voller Gänze und mit aller Dramatik zur Verfügung stehen. Und ich will euch da ja nicht irgendwelcher spannenden Begebenheiten berauben. Und ich bin ja mal gespannt, ob er wenigstens so 10 Millionen schafft, aber nee, 8 Millionen hat er geschafft. So, au, das ist nicht gut. Aber das ist gut. Ja, und nicht gekrittet werden und schön kritten. Marki, go, go. Naja, zwei Krits immerhin. Dadurch hat er auf jeden Fall über 10 Millionen Schaden gemacht. Ist doch schon mal eine schöne Sache. So, die Kunigunde soll jetzt mal ordentlich ausweichen. Die hat ja heute mindestens genauso gut abgesahnt wie ich. Naja, nicht ganz so gut, aber die hat schon auch einiges an Kram abstauben können. Die, ah, jetzt aber hier, Keule, jetzt mach mal hier ordentlich Rabatz und weich mal ein bisschen aus und hau mal rein und mach mal Kritz und Pi und Pa und Po. Ja, so gefällt, nee, so nicht. Ja, will man gerade mal loben und dann sowas, ja. Ja, zu früh gefreut. So, ich habe jetzt noch einen Arsch voll Arbeit hier quasi, wenn ich das noch schaffen will. Schauen wir einfach mal. Wäre ja nicht das erste Mal, glaube ich, dass ich im Turm wirklich mal noch schaffe, einen Großteil des Schadens zu machen. Ja, so hätte ich mal hier beim Dingensknaben ausweichen sollen in Dungeon 13. Hier, ich habe den Namen vergessen. So viel zu dem Thema. Klaus? Nee. Der schreckliche Heinz? Mist. Ach, Leute, das ist doch fürchterlich. Jan der Hämmerer. Oh Gott. Naja. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst vor lauter Überlegen. Oh. 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 Jetzt wird es aber hier nochmal dramatisch. Oh. Yay. Freude. Da ist doch wunderschön hier. Der Krieger kriegt eine neue Rüstung. Ich hoffe, seine alte ist wenigstens richtig schrottig. Naja, schrottig ist was anderes. Aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Sip. Sag mal, habe ich die ihm nicht vorhin angezogen, weil wegen gespült und tri und tran trullala? Nee, habe ich nicht, glaube ich. Egal. Ja, schön.
Ist ja eine super Sache. Warte mal, die Rüstung hier, die kann ich dann erstmal weghauen und dann gucken wir uns mal kurz an noch, was ist das für ein lustiges Bärchen? Wen haben wir hier? Der bequeme Bär. Ja, der sollte es mal mit Gemütlichkeit probieren. Ja, wer die Reference nicht checkt, der sollte sich mal einen schon etwas älteren Disney-Film reins. Ist das von Disney? Ich verrate es nicht. Aber wenn es dann klappt, dann erkläre ich's. Aber das sollte, glaube ich, jeder wissen. So, in dem Sinne, geile Scheiße, genialer Tag, geniales Video. Ich bin super, super happy. Einfach mal richtig cool neu ausgestattet hier. Echt hammermäßig. Also geht kaum besser. Geht minimal besser, aber wirklich kaum. Und dazu noch eine neue Turmetage geschafft. Was will man mehr? Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich glaube, das ist echt eins der längsten SF-Game-Videos bisher überhaupt von mir. Und ja, wer es bis jetzt geschafft hat, nochmal umso mehr Dank und wir sehen und hören uns hoffentlich demnächst wieder. Tschüss!